Hier Aschenbecher. Hier noch eine Zeitschrift. Und noch was. Ach da. Nee. Die Zeitschriften sind noch alle gleich. Weil ich sehe noch anders. Die Musik ist gut. Hä? Was ist denn da noch anders? Ich sehe es nicht, weil ich total blind bin. Ich hab nicht. Weißt du, an der alten Diele unter dem Feldteppich hat sich wohl jemand zu schaffen gemacht. Hey. Ich sollte mir da etwas suchen, mit dem ich es aufheben kann. Mordwaffe? Was? Und wie sieht die Mordwaffe aus? Vielleicht hier die Zeitschrift, die Neues Deutschland oder? Ah ne, ist ja gar nicht die DDR hier. Hier die Brigitte oder die Bunte oder die Beliebte oder die Beleibte oder was es auch immer gibt. Ah nee, da will ich gar nicht. Klick. Wow, Testbild. Mensch, Testbild. Das waren auch noch Zeiten, die ich leider nie erlebt habe. Was? Das Gitter bekomme ich nicht mit bloßen Händen ab. Es ist einfach zu heiß. Ich fache das Feuer nur wieder an, wenn ich mit dem Schurk probiere, die Sachen aus dem Feuer zu wischen. Ich suche lieber vorher etwas, mit dem die Glut ersticken kann. Eine Decke. Ja, verkokeln wir einfach mal das ganze Haus. Ich meine, das geht ja super. Der Derek, ey. Anscheinend wollte jemand Verena Huber erpressen. Es wäre wichtig zu wissen, was der Inhalt dieses Briefes ist. Kommen! Anderen schicken, ich schließe wach. Sonst den. Acht.
Gute Arbeit. Kommen Sie heute Nacht um 23 Uhr zu den Schließfächern am Flughafen. Bringen Sie 50.000 D-Mark mit, sonst kriegt die Polizei die anderen Fotos. Frau Huber soll sich mit ihrem Erpresser am Flughafen treffen. Dieses Treffen sollten wir uns nicht entgehen lassen. Wobei Verena Huber da nur fotografiert wurde. Und wer hat das Bild gemacht? Privatdetektiv Born. Observationsbereich 2341. Alois Huber verlässt Olga Bar mit einer unbekannten Frau. Verena Huber wusste also von der Affäre ihres Mannes. Ja, nur Mordwaffe? Ach so, Schürhaken? Der Gartenschlauch hat dasselbe Muster wie die Würgemale. Diese bunte Scherbe und der Zettel müssen etwas mit den anderen Gartenzwecken Hubers Garten zu tun haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Auf diesen Zettel muss etwas stehen, was Alois Huber am frühen Morgen gesucht hat. Woher weißt du das? Meine Güte. Und hier einfach wieder altbewährte Taktik. Tralalala. Geschafft! Das kann eigentlich nur die Nummer eines Schließfaches sein. Alois Huber muss heute Morgen in den Garten gekommen sein, um die einzelnen Zettel aus ihren Verstecken zu holen. Er hatte wohl irgendwas in diesem Schließfach am Flughafen hinterlegt, das er nun brauchte. Vielleicht etwas, um mit Elena abhauen zu können. Seine Ehefrau war ja in dieser Zeit in der Stadt. Also dachte er, es wäre ungestört. Aber dann hat ihn sein Bruder überrascht. Und als Frau Huber zurückkam, fand sie ihren Mann ohnmächtig im Garten liegen. Ihre Chance, sich endlich an ihrem untreuen Ehemann zu rächen. Nur dumm, dass sie sich dabei offenbar fotografieren ließ und damit erpressbar gemacht hat. Gut für Sie, dass Sie sind gekommen, Frau Huber. Sie das Geld dabei? Ich habe das, was Sie wollen. Geben Sie mir die Fotos. Langsam, langsam. Erst das Geld. Geben Sie die Tasche Elena, das nachzählen kann sie. 10 und 20 und 30 und 40 und 50.000 Mark, alles da, weil ich kann 10.000 Mark auf einmal zählen. Jetzt sind Sie dran, geben Sie mir die Fotos und alle Abzüge, die Sie gemacht haben. Ja, das zeigen Sie uns noch Schließfach von morgen. Wie? Was denn für ein Schließfach? Den Schlüssel wir haben schon aus Büro Ihres Mannes. Uns fehlt noch die Nummer davon. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wirklich. Zwingen Sie mich nicht zu tun, weh Ihnen. Hände hoch! Polizei! Lassen Sie die Waffe fallen! Verdammt! Was das soll, Frau Huber? Warum Sie haben Bullen geholt? Das hat sie nicht. Wäre wohl auch kaum in ihrem Interesse gewesen, nicht wahr, Frau Huber? Was wollen Sie damit sagen, Herr Oberinspektor? Dass Ihr Mann noch nicht tot war, als Sie heute Morgen in den Garten kamen. Sie wussten doch schon länger von seiner Affäre.
Sie hatten ja extra ein Privatdetektiv auf ihn eingesetzt. Ihr Mann hat sie gedemütigt, Frau Huber. Sie fühlt sich machtlos, bis er dann heute früh vor ihnen lag. Ohnmächtig. Da haben sie dafür gesorgt, dass er nicht wieder aufwacht. Das ist doch lächerlich. Mit was soll ich ihn denn getötet haben? Meint sie den Gartenschlauch unter den Dielen in ihrem Wohnzimmer? Was? Scheiße, ich komme jetzt echt mit den Stimmen durcheinander. Was? Aber wie? Eine Zeit lang haben sie es wirklich geschafft, uns immer einen Schritt voraus zu sein. Die Wertsachen ihres Mannes zu verstecken, damit es nach einem Raubmord aussieht, war keine schlechte Idee. Auf den Schlauch wären wir vielleicht nicht gekommen, wenn sie nicht nervös geworden wären und versucht hätten, ihn zu verstecken. So haben sie uns dann doch noch auf ihre Spur gebracht. Er hatte es verdient. Ja, die Russen, die sind schon alle abgeflogen, die sind schon auf dem Flugzeug nach Simbabwe und so. Ja, aber egal. Das können sie dem Gericht erzählen. Sie sind hiermit festgenommen wegen des Mordes an Alois Huber. Abführen! Bevor wir zu Ihnen beiden kommen, wollen wir noch erstmal schauen, was Alois Huber hier im Schließfach hinterlegt hat, nachdem sie schon so nett waren, unsere Schlüssel mitzubringen. Grrrr! Vielleicht schaue ich nochmal kurz in die Fallakte, um mir die richtige Schließfachnummer herauszusuchen. Das war 0814. Die Diamanthalskette. Muss bitter sein, so kurz vor dem Ziel leer auszugehen. Damit hatten sie beide doch alles so schön geplant. Stimmt's? Als sich Alois Huber in sie verliebte, Elena, sahen sie die Chance, an sein Geld zu kommen. Sie haben ihn überredet, alle Vorbereitungen zu treffen und in New York ein neues Leben zu beginnen zu können. Oder in Simbabwe. Aber Alois Huber wäre nie dort angekommen. Sie hätten ihn vorher getötet, nicht wahr? Igor, um seinen Platz einzunehmen. Dazu hatten sie sich ja im Kofferraum seines Wagens versteckt. Schön ausgedacht, Boulet. Aber ohne Beweise, du kannst dir Spucke sparen. Sie haben Beweise hinterlassen, weil ihr Plan plötzlich aus dem Ruder gelaufen ist, als Alois Huber seinem Wagen in der Nähe seines Hauses geparkt hat, um noch etwas zu holen und dann nicht mehr zurückkam. Einige Zigaretten später sind sie, Elena, nach, weil sie nervös wurden. Da sahen sie dann, wie er von seiner Ehefrau erwürgt wurde. Ja, da sie ihre Kamera dabei hatten, haben sie Fotos von Frau Huber gemacht und sind dann zurück, um Igor aus dem Kofferraum zu holen. Aber dazu fehlte ihnen der Schlüssel. Den hatte Alois Huber ja mitgenommen. Also musste Igor das Schloss des Kofferraums von innen aufschießen, die Zündung kurz schließen und dann mit dem Wagen zu flüchten, haben sie auch nicht geschafft. Und das die Beweise. Und was die Beweise angeht, Herr Brezhnev. Herr Brezhnev. Ich wette, die Patronenhülsen, die wir im Kofferraum gefunden haben, passen zu der Waffe, mit der sie gerade Frau Huber bedroht haben. Auf ihrer Flucht haben sie dennoch den Koffer von Alois Huber mitgehen lassen. Aber sie konnten ihn nicht öffnen. Also sind sie in sein Büro und fanden dort den Schlüssel für ein Schließfach am Flughafen. Doch da sie die Nummer des Schließfaches nicht kannten, war der Schlüssel erstmal nützlos. Ihre einzige Chance, noch an das Geld zu kommen, bestand darin, Frau Huber zu erpressen. Auch die Hoffnung, dass sie Schließfach ihres Mannes wusste, da lagen sie aber falsch. Siehst du, ich doch recht hatte. Wir hätten gleich... Sei ruhig. Keine Sorge. Sie beide werden bald genug Zeit haben, um darüber nachzudenken, was sie anders hätten machen können. Und zwar hinter Gittern. Abführen. Der Juwelier Kniewel, Quiemel...
Stimmt, die gab's ja auch noch. Der junge Willi Quiemel hat inzwischen ausgesagt, er hat von Alois Huber, dass er von Alois Huber beauftragt wurde, eine Kopie von Frau Hubers Herzkette zu erstellen. Die gefälschte Kette war übrigens eine Gefälligkeit dafür, dass ihn Huber zuvor bei seiner Steuersache rausgeboxt hat. Tja, da sieht man wieder, nicht jedes Geschenk hält die Freundschaft. Aber der Huber, der Fall Huber wäre damit wohl abgeschlossen. Ich konnte an uns sogar noch ein kleines Andenken sichern. Einen der Gartenzwerge von Alois Huber? Der kommt dann aber auf deinen Schreibtisch. Harry, hast du deinen schon neuen Kaffee gemacht? Derek? Mord? Verstehe, wir kommen sofort. Harry, vergiss den Kaffee und hol den Wagen. Schnell! Ja, liebe Freunde, das war Derek, Mord im Blumenbeet. Ja, das war ein... sind wir ziemlich schnell durchgerascht am Ende, aber irgendwie wollte ich auch zu Ende kommen. Das war schon ein interessantes Spiel. Ja, ist jetzt nicht das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe, aber ist ganz nett. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Deadly Entertainment hat ja auch mitgemacht. Und ich freue mich. Ist jetzt auch ein relativ kurzes Let's Play, sag ich mal. Aber ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt mit Alois Huber und Knievel und dem Harry und dem Stefan und dem Doktor und dem Russin. Und der Russin. Und wen hatten wir noch? Ja, den Bruder, der den fast erwürgt hat. Und natürlich die Frau, die ihn wirklich getötet hat. Und ich glaube, sonst haben wir alle. ja, die bedanken sich natürlich auch alle, dass ihr zugeschaut habt. Und ich trinke jetzt noch meinen Cognac aus, dann noch vielleicht noch einen Kaffee und dann schauen wir mal. Ja, danke fürs Zuschauen und ich denke, als nächstes geht es mit dem Wimmelbild weiter hier auf dem 18:30 Slot. Schauen wir mal. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, adieu und bis zum nächsten Mal. euer Fridge of Games. Tschüss.